Hallo ihr, ich stelle euch heute die Spiele-App Clash Royale vor. Bei Clash Royale handelt es sich um einen Mix aus Strategie- und Sammelkartenspiel, bei dem ihr euch in Echtzeit mit Gegnern aus aller Welt duellieren könnt. Wenn ihr die App startet, gelangt ihr direkt auf die Kampfstartfläche. Dort findet ihr außerdem eure Quests, eure Trophäen und eure Belohnungen sowie Neuigkeiten und Infos aus der Clash Royale-Welt. Um einen Kampf zu starten, wählt ihr den Punkt Kämpfen und tretet so gegen einen Gegner an, der euch zufällig zugeteilt wird. Wählt ihr Duo-Kampf, könnt ihr gemeinsam mit Freunden gegen ein anderes Duo antreten oder in einem schnellen Spiel mit einem zufälligen Partner gemeinsam kämpfen. Ziel ist es, innerhalb von 3 Minuten die 3 gegnerischen Türme zu zerstören. Falls sich in der Zeit kein Sieger herauskristallisiert hat, gibt es eine Art Stechen. Das Spiel wird um 60 Sekunden verlängert und der Erste, der ein gegnerisches Gebäude zerstört, gewinnt. Um gemeinsam erfolgreich zu sein, könnt ihr einem Clan beitreten oder selbst einen gründen. Das Menü gelangt ihr auch zu den Sonderereignissen und Turnieren, in denen ihr mit euren Freunden und eurem Clan um den Spitzenplatz auf einer privaten Bestenliste kämpfen könnt. Eure Karten, mit denen ihr gegen eure Gegner antreten könnt, werden euch im Menü unter Karten angezeigt. Neue Karten könnt ihr euch entweder mit der Spielwährung, das sind die Münzen und Juwelen, dazu kaufen oder ihr erhaltet sie als Belohnung aus Schatztruhen, wenn ihr einen Kampf gewinnt. Im Shop könnt ihr euch durch In-App-Käufe, also mit echtem Geld, auch Juwelen kaufen, mit denen ihr schneller an gute Karten kommt. Doch Vorsicht, die In-App-Käufe sind teilweise sehr teuer und auch niedrige Preise summieren sich schnell. Daher raten wir euch von In-App-Käufen ab und empfehlen euch, eine Sperre für In-App-Käufe einzurichten. Freigegeben ist die App laut Nutzungsbedingungen übrigens erst ab 14 Jahren. Weitere Infos rund um Smartphones und Apps findet ihr auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.